Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim und wir sind hier wieder beim Quest der Gefährten. Wir haben uns jetzt kurz einmal hierher gebeamt, ja, da waren wir schon, nämlich ja, Galgenfelsen und da Waldheimer. Und wir müssen nämlich einen breiten Weg hinter uns legen, nämlich bis daher. Und ich habe mir gedacht, vielleicht können wir von hier etwas schneller dorthin, aber es schaut nicht so aus. Und wir schleichen da und machen das, wie ihr habt. Ja, wenn was uns zukommt, dann melde ich mich. Irgendwo hat da irgendwas gebrüllt und ich habe keine Ahnung genau, was das jetzt ist. Aber kann sein, dass es ein Drache war. Ich habe keine Ahnung. Aber wie gesagt, wir springen. Und da vorne steht schon wer. Also. Ja. Wer bist denn du? Ihr hättet nie herkommen. Oh oh. Lauft denn der davon? Sturmmagier. Ja, dann machen wir das doch ganz anders. Wir werden da zuerst einmal die Steinhaut ausrüsten und dann gleich mal ein beschworenes Schwert, denke ich. Und gleich noch ein beschworenes Schwert, ja. Da komm her. Wo ist denn der jetzt? Die Schwerter kommen ja nicht schlecht. Und ist das jetzt ein Häufchen Elender oder was? Wo ist denn der? Ist der zu Asche verbrannt? Ja, ich werde ihn einmal suchen und dann sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Zwischenfall, denke ich. Ja, und der kam da ja aus der Festung und die haben wir noch gar nicht gecheckt. Da liegt schon ein Toter da oben. Ich weiß ja nicht, das sieht ganz nach Zauberei aus. Und ja, wir werden einfach mal reinstürmen. So, die Steine haben. Und dann versuche ich mal in der Third Person weiterzuspielen. Wir werden da einfach, ja, die beschworenen Schwerter weiter ausrüsten. So, und dann, wir brauchen nicht mehr schleichen. Was ist da? Da ist ein Gegner. Da vorne steht einer. Da laufen wir doch gleich einmal drauf zu. Feuermagier-Lehrling. Da brauchen wir ganz was anderes. Da oben ist noch einer. Da laufen wir doch gleich einmal rauf. Ich habe dann nämlich den Feuerarten ausgerüstet, aber das ist nicht gerade gescheit, ja. Wir werden die unerbittliche Macht ausrüsten und dann werden wir schauen, vielleicht brauchen wir dann auch noch die Funken oder den Eisstachel. Aber egal, wir machen da kurz einmal so weiter, schauen, wo ist denn der hin? Lauft da einer davon oder was? Ich springe mal da runter, das kann ja nicht sein. Wo ist denn da hin? Da raus? Genug! Genug! Ich ergebe mich! Keine Gnade, mein Freund. Nur ein! Genug! Genug! So, das war die Nummer 2. Und jetzt checken wir die Lage hier.
Also wir kommen beim Umschalten nicht mehr ganz auf die Reihe. Gell? Wir werden einmal die Ausdauer ein wenig stärken. Und dann werden wir in die eine Hand, glaube ich, einmal Eisstacheln nehmen. Und die Feueratronachen brauchen auch noch Energie, glaube ich. Die werden neu beschwören. Weil da ist, glaube ich, noch irgendwas im Busch. Wir schauen nochmal drauf. Und das Eisstachel versuchen wir. Okay, funktioniert. Da ist niemand. Ich glaube, das kann ja nicht alles gewesen sein. Wo ist denn der Rest? Oh oh. Wir müssen da wieder ausrüsten. Wie machen wir das? Wir werden die Steinhaut nochmal nehmen, ja? Hat einen Rüstungswert und dann Eisstachel, ja? In die eine und das beschworene Schwert in die andere. Und die Adronachen folgt mir. Da kommen wir nicht hin. Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Pyromant, Leute. Ich glaube, die ist schon etwas heftiger drauf. Ah, wir machen das anders. Das haut so nicht hin. Ich nehme jetzt da noch einmal das Stahlschild. Episch. Und lauf gleich einmal auf ihn zu. Oh oh. Jetzt müssen wir uns heilen auch noch. Das kann ja nicht sein. Und einen Gesundheitszauberstab einmal. Starke Heilung einmal. Ja, okay. Ja, und das war's dann auch schon. Seht ihr, wie die uns hergerichtet hat? Ist ja wirklich fies. Also ich habe extremen Respekt vor Zaubern und wir sind hier feueranfällig. Ich habe, glaube ich, nicht einmal einen Feuerresistenztrank haben wir dabei. Natürlich wieder vergessen, ja. Zaubertränke. Aha. Schauen wir doch gleich einmal nach. Feuerresistenz, ja, okay. 13%ige, 14%ige. Nun gut, aber das war ja mal was. Und jetzt schnell noch einmal den Adronachen. Ja, die haben da ein Opfer begangen, so wie ich das sehe. Das ist eine nette, oder? Ja, die ist ja wirklich schön. Schauen wir mal, was hast denn du, Pelzhelm und alles mögliche, die sind böse Zauberer gewesen. Und du hast sicher was Tolles dabei. Deswegen möchte ich ja Seelenstein, genau, Rohe der höchsten Veränderung, genau. Das wär's ja mal. Ja Leute, ich glaube mal, wir werden da jetzt nicht das durchsuchen. Also ich werde da nicht reingehen in die Festung. Aber ich checke mal da die ganze Lage und gebe euch dann den Bericht, was ich da alles gefunden habe.
Also in die Festung gehen wir nicht rein, weil sonst kommen wir mit den Gefährten nicht weiter. Aber das kommt ja auch cool. Okay, das war's bis jetzt. Ich glaube, das wird noch eine lange Reise bis zu den anderen. Ich wünsche euch noch viel Spaß, euer Toso.